Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Polybridge. Wir haben eine 18 Meter Drawbridge, 32.000 Budget, 18 Meter ist schon wieder ganz schön lang. Und zwei Autos müssen rüber. Und das Schiff ist ganz schön hoch, wie ich mal sagen darf. Wir haben viermal Hydraulik. Viermal Hydraulik. Haben wir Straße begrenzt? Nö, haben wir nicht. 32.000. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir bauen die Straße hier einmal gerade durch und versuchen mit der Hydraulik zu arbeiten. Was ich tendenziell auch mal gerne probieren würde, weil wir das ja noch nie gemacht haben. Machen wir es doch mal musterhaft. Im Gegensatz zu sonst. Wir haben Stahl unlimitiert. Wir haben sogar Kabel. Okay. Wozu haben wir denn Kabel bekommen? Naja, Moment. Einmal Stahl setzen. Und zweimal Stahl. Setzen, ja, doch hier und dann die Hydraulik spannen. So. So stelle ich mir das zumindest grundgerüstmäßig vor. Dann würde ich sagen, spannen wir hier ein bisschen Stahl. Erspannen wir Stahl, ja, genau. Wir spannen Stahl. Das ist ein Problem. Da machen jetzt vielleicht Kabel Sinn. Wir können hier unten ja nichts bauen, weil das Schiff wird es einfach zerfetzen. Aber theoretisch müssten wir das so weit stabilisieren können, ne? Können ja mal gucken, ob. Wieso haben wir hier eigentlich. Wir haben hier eine längere Strecke als hier. 1, 2, 3, 4, 1. Tatsache, wir haben hier ein bisschen längere Strecke. Ich will mal gucken, ob das. Das hält schon mal überhaupt nicht. Klasse. Warum hält das nicht? Das hält nicht wegen. Okay. Wie könnten wir das hier oben noch ein bisschen stabilisieren? So vielleicht. Oh, Moment, ich habe keinen Split Joint gesetzt. So. Aber normalerweise dürfte das auch nicht funktionieren, weil das wird hier hochgezogen und hier sprengt es dann. Das geht nicht. Ja, okay, wir lassen es einfach mal laufen. Ich sage, es wird nicht funktionieren. Oh wow, doch. Funktioniert. Cool. So, jetzt muss nur noch das Auto rüberkommen. Oh, okay, alles klar. Cool. War eine kurze Brücke mal wieder. aber hat auf Anhieb geklappt. Wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.